Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Puh, wir haben zwei Enten im Teich. Was? Und es regnet, super. Wo die wohl hergekommen sind? Also, wenn sie sonst nirgendwo hin können, können wir sie auch behalten, stimmt's? Eine tolle Idee. Perfekt. Dann denken wir uns besser Namen für sie aus. Was wäre ein guter Name für die männliche? Hä? Bei Ente? Ich denke mal, mehr muss man dazu nicht sagen, oder? Bei einem Erpel? Donald, das ist ein guter Name. Und die weibliche? Na, Gundula? Hä? Nein, natürlich nicht. Daisy, super. Du solltest ihnen noch zeigen, wo der Geflügelstall ist. Sind gerade alle meine Bäume und alles weg? Meine Hühner sind auch nicht da? Deine Enten werden hier im Geflügelstall leben. Lass mich durch. So, Sekunde. Guten Morgen, Papa. Hä? 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 Licht nach dir. Oh, eine andere Reaktion. Hä? Oh, lang. Hä? Er hat bei dem... Na, er hat jedenfalls reagiert. Auf das Molke-Ding. Wobei es eigentlich mehr für mich steht, aber ist ja in Ordnung. Er hat darauf reagiert. So. Dann düngen wir mal eben. Ich brauche wieder einen neuen Dünger. Nein, er hat es falsch gedreht. Und wir sind am ersten Sommertag. Ach, ist das schön. Ah, die müssen wir schon gar nicht mehr düngen. Sind jetzt die Bananen fertig? Ja, jetzt sind sie fertig. Bananen machen wir gleich, komm. Wir wollen jetzt erstmal uns um die Kühe. Wir wollen jetzt uns erstmal um die Kühe kümmern. Und um die Schafe. Erstmal alles hier kämmen. Die Ziege sieht wach aus. So, Pferd auch noch streicheln. Du bist jetzt wach, ne? Gut. So. Und kuscheln. Und kuscheln. Nein, die Ziege schläft. Die darf nicht schlafen. Ja, wenn du wach... Warum schläfst du denn noch ein? Jetzt schlafen die alle. Glaub's ja nicht. Toll. Die Ziege ist wach. Dann melken wir erst, bevor sie jetzt wieder einschläft. Noch mit der Ziege reden. Ah, das Pferd ist wieder wach. Jetzt. So, jetzt darf ich dich aber melken, ne? Jetzt haben die alle was gegessen. Ich glaub's ja nicht. Wieso müsst ihr denn jetzt alle was essen, hä?
So, jetzt haben wir uns erstmal um alle Tiere gekümmert. Meine Güte, was ein Aufwand. Dann sind die schon mal alle draußen und jetzt kümmern wir uns um die Hühner. Und um die Enten und... Okay, reden bringt bei denen eh nix. So. Schön kuscheln und absetzen. Jawohl. So, dann lassen wir euch mal raus. Und dann kann ich mich jetzt hier erstmal um die Bananen kümmern. Komm, fallt runter. Die wollen nicht runterfallen. Warum wollen die Bananen nicht runterfallen? Ah. Ich drehe noch durch. Ich drehe durch. Egal. Was? Eine normale Milch? Und Ziegenmilch auch nur normal? Verdammt. Hallihallo. Was machst du so? Hm? Hallihallo. Hast du schon gewusst? Wenn du eine Stecklohne und eine Süßstoffel... Süßtoffelkreuz, ergeben sie einen echten Leckerbissen. Oh, willst du weiter mit mir quatschen? Ja. Okay, also, willst du weiter quatschen? Okay, vollkommen okay für mich. Also, was sollte ich sagen? Achso, ja. Sie hießen, Bart und Eis und, ja. Würde sagen, das ist ein guter Moment, um für heute Schluss zu machen. Nein. Wir reden jetzt so lange, bis er mal sagt, hier, ich möchte irgendwas kreuzen. Ihr sagt, ich soll so lange reden, bis er sagt, er will was kreuzen. Ich würde gerne Feldfrüchte kreuzen. Hm, du hast ja gar kein Obst und Gemüse zum Kreuzen in deiner Tasche. Willst du noch was anderes kreuzen? Nein. Ich darf was kreuzen, ich darf was kreuzen, ich darf was kreuzen. Irgendwie darf ich jetzt kreuzen, 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 kreuzen. Ich hab hier... Halt, ich muss, glaube ich, Samen nehmen, ne? Wir nehmen einfach mal eine Steckrübe und ich glaube, was war jetzt hier so wichtig? Hochsamenblume, ne? Ich glaube, das hattet ihr gesagt. Ja, ich darf kreuzen. Okay, 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 okay. Also irgendwie sind es gar nicht die Samen, die ich brauche. Ich brauche anscheinend direkt was. Das heißt, wir gehen mal direkt zum Kühlschrank. Steckrübe S. Karotte S. Keine Ahnung, nehmen wir erstmal das. Mal schauen, was wir damit hinkriegen. Ich muss es jetzt wissen. Winnie, 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 Winnie! Feldfrüchte kreuzen, okay. Die sind irgendwie anders als die anderen. Sehen mir nach Steckkarotten aus. Pflanz sie besser im Frühling, Sommer und Winter. Willst du noch was anderes kreuzen? Ja, bitte.
Steckkarotten. Machen wir nochmal welche. Oh, die habe ich schon mal gekreuzt. Ja, eindeutig Steckkarottensamen. Tja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Willst du noch was anderes kreuzen? Ja, bitte. Okay, das geht auch. Oh, die habe ich schon mal gekreuzt. Moment, das hat nicht funktioniert. Ach, damit mache ich die zu Plus. Ah, wartet mal. Da mache ich die mit zum also zum Esser. Brauche ich die nämlich nicht mehr aufwerten, hä? Das und das. Kann ich noch was anderes kreuzen? Das geht auch. Was habe ich jetzt daraus? Ach, damit werte ich die ab. Wie krass ist das denn? Das geht auch, dass man die abwerten kann? Nein, danke. Nice. So, komm mal her. Papa hoch. Leasing. Werfen. Und hochwerfen. Er will immer nur fliegen. Ah ne, kuscheln. Nein, kuscheln. Ich wollte kuscheln. Ah, verdammt, verdrückt. So. Ich muss eh zu Vesta, weil ihr habt ja auch geschrieben, ey, Tro, wenn du möchtest, dass es schneller geht, dann auch gleichzeitig mal mit Vesta reden. Und dann mache ich das doch mal. Ah, da, Vesta macht sogar gerade Gartenarbeit, ist ja perfekt. Hey, Troplay, wie geht's dir? Ah, Goku ist so ein süßer Fratz, er kommt ganz nach Molly. Ach, und natürlich auch nach dir. Okay, ich lass ihn mal los. Kann ich bei dir Dünger kaufen? Danke. So viel wollte ich jetzt nicht kaufen. Yep. Okay. Neue Aufträge. Wassermelone. Tamamelo-Salat. Oh Mann. Eine Tomamelo. Ein Energy-Drink. Dann bekomme ich Strandspielzeug. Okay. Energy-Drink kann ich ja nur kaufen, wenn ich... Ja. Wenn Van da ist. Nee, noch kein Ei da. Okay. Sind die Bananen jetzt fertig? Die Bananen sehen alle noch so klein aus. Darf ich die etwa deswegen nicht haben, oder was? Wann sind die Bananen soweit? Ich glaube, da kann ich Stunden schütteln. Naja. Okay. Das ist mein Geld von gestern. Schön. Das haben wir dann auch schon mal, ne? Ja,
Ja, die Kreuzung war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber es ist jedenfalls etwas, ne? Jetzt muss ich die nur irgendwo einpflanzen. Das kann ich nicht, weil... Ach, Mann. Und Einrichtung bestellen geht auch nicht, weil es keine neuen Felder gibt. Halt da. Dann machen wir das halt so. So und so. Hier drüben ging ja nicht. Da kann ich noch was einsammeln. Achso. Dann noch gießen. So gehe ich jedenfalls nur mal sicher, dass es nicht austrocknet. Gerade im Sommer denke ich mir, kann ich mir vorstellen, wird die Erde schneller trocken. Würde ich jedenfalls so machen, wenn ich das Spiel hätte. Und es hier wirklich darauf ankommt, dass man hier mehrmals am Tag gießen muss. Ja, ich sehe hier auch keine großen Bananen, ne? Nee. Wie viel Entenfutter habe ich eigentlich? Oder Entenfutter, wie viel Vogelfutter habe ich noch? 5 Stück, dann bringen wir das nochmal rein. Kann ich schon auffüllen oder noch nicht? Okay, kann ich. Ah, das Huhn ist geschlüpft. Das Huhn ist geschlüpft. Ein Mädchen, yes! Noch mehr Eier! Gary. Das ist ja praktisch, noch ein Huhn. Danke, dass ich das Ei haben darf, weil das wollte ich jetzt gerade sagen. Gib mir das Ei, bitte. Die Enten legen keine Eier, oder? Nein. Das Huhn hat auch kein Ei gelegt. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Auch ein befruchtetes Ei. Ah, perfekt. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch Platz? Durch die... Enten, glaube ich, ist es ein bisschen eng geworden, ne? Für einen habe ich noch Platz, okay. Ah, dich habe ich noch nicht aufgehoben und gekuschelt und alles. Muss man immer dran denken. Ne? Sorgt ja für die Qualität. So, ausgraben macht jetzt keinen Sinn aktuell. Ah, Blumen sammeln, das macht noch Sinn. Das ist eins, was mich auch so stört, so dass die Musikübergänge, beziehungsweise hier in dem Augenblick ist ja gar keine Musik, hier ist ja einfach nur Ruhe, dass das fast gar keine Musik ist. Also hier einfach nur Totenstille. Finde ich persönlich für das Ambiente ein bisschen schade, aber die haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Hier ist noch eine Blume. Hier ist eine einzelne Blume? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Eine einzige Blume. Naja. So. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, aber okay. Sind hier unten, ja, hier sind auch noch Blumen. Wundert mich, dass Pui gar nicht runterkam. Ich meine, ich stecke hier mein ganzes Geld da rein. Und irgendwie kommt er nicht zu den Fokusinseln.
Wäre cool, so den, wenn er dann auf einmal so verschwindet, so zack, er ist weg und dann, einfach so wie aus dem Nichts. Traum erfüllt, juhu, er ist weg und einer weniger, mit dem man dann tagtäglich reden muss, ungefähr. Nicht, dass Pui nicht lieb ist, ne? Also. Gehen wir jetzt einfach nur mal darum, so, wie sie das aufbauen könnten. Weil Nina, glaube ich, ist ja auch leider von uns gegangen. Und so würde sich das ja dann auch anbieten, dass es dann mit Pui passiert. Aber nicht, dass er von uns geht, in Form von den Löffel abgibt, sondern einfach, dass er halt wirklich auf seine Kokosinsel kann. Wir dann ein Foto von ihm bekommen, was wir uns dann aufhängen können. Pui auf den Kokosinseln. Was ist ja noch mehr? Immer her damit, immer her. Alles, was Geld ist, nehme ich. Ich glaube nicht, dass sie mir noch was beibringen können, aber wir können ja mal gucken. Keine neuen Rezepte für dich, tut mir leid. Toll. Da freut man sich auf neue Rezepte und dann sowas. Jo Mann, haben wir einen schönen Abend. Dich zu sehen ist jedenfalls ein Plus. Das vergessene Tal ist normalerweise ein cooler Ort zum Leben, aber bei dieser Hitze vergiss es. Ah. Sehe ich natürlich genauso. Es ist viel zu warm. Hier ein Ei für dich, Prof. Oh, hallo. Nein, oh, ist das etwa für mich? Oh, das ist aber... Ja. Ich nehme mir gerne alles ab. So. Man muss ja die Freundschaft auch mit dem Professor ein bisschen pflegen, ne? Und im Sommer, ja. Bekannterweise geben dort die Tiere weniger Milch. Dann holen wir mal die Tiere wieder rein. Ist hier noch irgendwo das Huhn? Das rennt hier noch rum, da. Nee, das ist der Hahn. Das Huhn bewegt sich, das Huhn bewegt sich. Hier muss auch irgendwo noch ein Huhn sein, das sich nicht bewegt. Da. Nö. Und rein mit euch. Gut. Ja, die Bananen. Die sehen eigentlich fertig aus. Die hängen so in der Luft, aber die wollen irgendwie nicht zu mir in meine Tasche. Vielleicht im nächsten Part, vielleicht im übernächsten Part. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den nächsten Part. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.